Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2017 in der Station in Berlin. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl. Hallo, Philipp. Mitgründer, Mitinitiator der Republika. Ihr habt 1.100 Speaker? 1.180, wobei einer ausgefallen ist, weil das Kind früher kam. Ist es nicht zu viel? Nö, wir glauben nicht. Also vor allen Dingen, wir haben ja 20 Bühnen, 3 Tage, wir haben fast 500 Stunden Programm. Und wir freuen uns, wenn dann so viele Menschen mitdiskutieren, weil wir die unterschiedlichen Perspektiven mit ins Programm aufnehmen können. Love out loud ist das Motto. Was verstehst du darunter? Also ich verstehe darunter auch ein bisschen den Imperativ, selbst aktiv zu werden gegen eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft, die Hass ausschüttet, die Diskussions- und Diskursräume verroht. Und viel zu viele haben sich eigentlich zurückgelehnt in den letzten Jahren, als man diese Phänomene schon sah und gedacht, mich persönlich betrifft das nicht, aber es betrifft uns alle, wenn eine offene Gesellschaft angegriffen wird, wenn diese Diskursräume nicht mehr ermöglicht werden. Und insofern versuchen wir Menschen zu befähigen, aber auch zu ermutigen, selbst aktiv zu werden, sich zu vernetzen und nach der Republika raus in die Gesellschaft zu gehen und für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Gibt es einen Vortrag, ein Projekt, was hier präsent ist, auf den Bühnen ist, was dafür beispielhaft steht in deinen Augen? Es gibt ganz viele Projekte. Es gibt Facebook-Gruppen wie Ich bin hier, wo 35.000 Menschen mittlerweile vernetzt sind, die dann melden, wenn bei Medien, in den Kommentaren eigentlich nur noch Hass da ist, die dann Menschen motivieren, geht rein, bringt eine Gegenmeinung rein, sodass halt Menschen, die halt quasi sich das durchlesen, nicht das Gefühl bekommen, dass das, was da zu lesen ist, quasi die große schweigende Mehrheit darstellt in unserer Gesellschaft. Das ist sie nämlich nicht. Das ist ein Trugschluss. Das kommt nur zustande, wenn wir halt quasi dieser Minderheit unsere Diskussionsräume überlassen. Kann man denn jetzt noch Tickets kaufen hier für die Republika? Man kann auch Tickets kaufen, die sind ein bisschen teurer quasi als im Vorverkauf. Deswegen ermutigen wir immer alle, im Vorverkauf hier hinzukommen. Und mit wie vielen Leuten, Besuchern rechnet ihr? Wir hatten letztes Jahr 8.000, in diesem Jahr haben wir mehr. So genau wissen wir es noch nicht. 8.500, 9.000, auf jeden Fall immer noch Wachstum und vor allen Dingen ganz viele strahlende Gesichter. Also wir sind auch ganz verwundert darüber, dass halt die Medienberichterstattung eigentlich ausschließlich positiv ist. So viele Menschen sich freuen und wir trotz des schlechten Wetters so viele lächelnde Menschen hier vor Ort haben, die ja alle richtig Bock haben auf drei Tage. Trotzdem, ihr musstet euch letztes Jahr ein bisschen Kritik anhören wegen der Präsentation von gesponserten Talks. Ihr wolltet das ein bisschen ändern und deutlicher kennzeichnen. Wie ist das in diesem Jahr? Da haben wir letztes Jahr den Fehler gemacht, weil wir neu im Team hatten, die halt die Sensibilität, die wir in den Vorjahren immer da reingesteckt haben, nicht beachtet haben und wir halt auch gar nicht dran gedacht haben, dass es ein Thema ist, wo man immer wieder darauf hinweisen muss. Das heißt, im Design sind dann zum Schluss Fehler bei rumgekommen. Das heißt, einzelne Sponsor-Talks waren nicht so klar gekennzeichnet, wie wir es sonst immer gemacht haben und wie wir es eigentlich auch letztes Jahr machen wollten. Dafür haben wir uns entschuldigt, den Fehler machen wir nicht nochmal. Dieses Jahr haben wir bisher da noch keine Kritik gehört. Okay. Markus, du musst los. Danke für deine Zeit und wir sprechen uns in den Verlauf der Tage sich nochmal wieder. Ja, gerne. Alles klar. Danke. Danke fürs Zugucken. Videos gibt es bei DCTP TV auf der Republika-Webseite und beim YouTube-Kanal von DCTP. Danke fürs Zugucken. Bis später. Ciao. Na, das ging ja schnell. Ja.